vor 2000 Jahren eigentlich diese Geburt niemand gefeiert hat. Heute, auch besonders durch den Kommerz verbreitet, feiert man auf der ganzen Welt Weihnachten. Aber damals, als das passiert ist, die Geburt, hat das eigentlich niemand gefeiert. Wie wissen wir das? Wir kennen die Geschichte, diese Geschichte, dass eben dieses Paar Josef und Maria einen Platz gesucht haben, wo sie das Kind zur Welt bringen könnte, und sie haben keinen Platz gefunden. Und wir wissen nicht genau, ob das jetzt wirklich auf dem Feld, in einem Stall geschehen ist oder an einem anderen Ort, aber die Geschichte weist doch darauf hin, dass dieses junge Paar in der Gesellschaft keinen Platz hatte und dass deshalb auch diese Geburt kein prominentes Ereignis war. Im Gegenteil. Wenn es so passiert ist, wie es geschrieben ist, war es sogar ziemlich dramatisch, weil in einem Stall ist es nicht sehr freundlich für eine Mutter, ein Kind zur Welt zu bringen. In diesem Sinn denke ich, dass wenn wir heuer, also zum Beispiel diese Krippen ansehen, in Österreich gibt es eine große Tradition von Weihnachtskrippen, besonders im Westen Österreichs, viel mehr als hier bei uns in Wien, ja, Tirol und Salzburg und so, also mit ganz großen, schönen Schnitzereien und wirklich wunderbar. Und es ist ergreifend, so eine große Krippe anzusehen, aber ich würde sagen, wenn Sie heuer vielleicht irgendwo so eine Krippe sehen, schauen Sie mal von diesem Blickpunkt diese Krippe an, wie das wohl gewesen sein hätte, gewesen war für diese Mutter, für dieses Kind. Und dann fühlen wir uns betroffen eigentlich. Wir wissen dann auch aus weiteren Episoden, die im Neuen Testament beschrieben sind, dass eben dieser Mensch, Jesus, viel mehr Verfolgung erlebt hat als Anerkennung in seinem Leben. Und trotzdem ist es, oder gerade deshalb ist es besonders bemerkenswert, dass dann sein Leben und seine Lehre die Grundlage wurde eigentlich für eine neue Religion und eine Kultur, die sich auf die ganze Welt verbreitet hat und die auch die Welt zum Besseren verändert hat. Deshalb ist es meine Bitte an uns alle, an mich und an uns alle, dass wir diese vorweihnachtliche Zeit und auch die Stimmung dazu nützen, nachzudenken, was hat Jesus denn Zentrales gesagt. Und wir kennen eine Stelle aus dieser Bibel, wo die Schriftgelehrten Jesus fragen, was ist denn das wichtigste Gebot deiner Ansicht nach? Und Jesus sagte dann, er hat ihnen das gesagt, was es ist. Und dieses wichtigste Gebot ist interessanterweise auch die zentrale Lehre anderer Religionen, des Judentums, des Islam, auch vieler anderer Glaubensrichtungen. Und das ist auch sehr gut und tröstlich zu wissen, dass eigentlich der Kern einer religiösen Weltanschauung sich deckt in den Religionen. Nur die Ausführungen und die Traditionen sind dann oft auch anders. Ja, was war denn dieser Kern? Oder was ist dieser Kern? Jesus hat gesagt, das Allerwichtigste, liebe deinen Schöpfer Gott aus ganzem Herzen. Zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagte, diese beiden sind das Wichtigste und das sind die Erfüllung aller Gebote, die in der jüdischen Tradition aufgeschrieben sind. Ja, so wünsche ich uns heute, dass wir in dieser Weihnachtszeit der Erfüllung dieser zwei wichtigsten Gebote einen Schritt näher kommen, dass wir Wege finden, unseren Schöpfer Gott zu lieben, diese Liebe auch zum Ausdruck zu bringen oder uns Zeit für zu nehmen und auch die Liebe für unseren Nächsten, sei wer immer das ist, unser unmittelbarer Nächste oder Menschen, denen wir vielleicht woanders wohnen, denen wir helfen können, dass wir ihnen gegenüber auch unsere Liebe und unsere Anteilnahme ausdrücken können. Wenn wir
darin erfolgreich sind, wird auch unsere Weihnachtszeit und unsere Weihnachtsfeier zu einer sinnvollen und bedeutungsvollen Zeit werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Durch dein neu geborenes Kind, es bringt alle.
United Nations, a responsible public media and the establishment of a culture of peace. Hat man genug zu tun. I'm sending racial, national and religious barriers. The ambassadors for peace contribute to the fulfillment of the hope of all ages, a unified world of peace wherein the spiritual and material dimensions of life are harmonized. The Universal Peace Federation is proud to hereby recognize as an ambassador for peace. Ingenieur Joe Wittke. Joe bitte zu uns. Joe Wittke vorzustellen ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, du kannst selber ein paar Wörter sagen, aber der hat sehr viel nicht nur für Wien und Österreich getan, sondern in den letzten Jahren, seit wir uns kennen, der engagiert sich sehr, sehr viel auch für die Westbalkanländer, Kosovo, Albanien. Wir waren letztes Jahr und der hat versucht, wirklich die Kooperation herzustellen. Joe, herzlich willkommen und gratuliere. Ja, ich darf Sie zuerst in meinem Namen und im Namen meiner Gattin recht herzlich begrüßen. Danke sagen für die Ehre, die mir da heute zutage kommt. Tja, Eigenlob stinkt. Ich habe nur das gemacht, was ich für notwendig hielt. Albanien ist mir irgendwo ans Herz gewachsen. Ich bin in den vergangenen Jahren draufgekommen, dass es mehr Albaner in Österreich gibt, als wie scheinbar Österreicher. Ich bin auch draufgekommen, dass die Firmen, die Eis verkaufen, nicht aus Italien kommen, sondern aus Albanien. Das hat mich sehr verwundert. Und wir versuchen in den letzten Jahren, den Personalmangel in Österreich im Gewerbe und in der Pflege aus Albanien zu ergänzen. Und so wie es ausschaut, da sind wir auf einem positiven Weg, um das in die Wege zu bekommen. Ja, danke, dass wir heute diese Ehre zu gratulieren bekommen. Vielen Dankeschön. Dank. Ja. Zu viel gesagt für mich vielleicht. Aber ich versuche weiterhin. Ich kam als ein junger Mann mit 19 nach Österreich und Österreich hat für mich alle Tore aufgemacht. Danke an Österreich, an alle Österreicherinnen und Österreicher, die uns Westbalkan so empfangen haben. Und wir versuchen mit alle Kräfte, das irgendwie zurückzubringen für Österreich und für uns, für Westbalkan. Wir versuchen das Beste zu machen. Danke. Der ist nach Österreich ganz Flüchtling gekommen. Ja, das war. Entschuldigung. Der ist nach Österreich als Flüchtling gekommen, Anfang der 90er, 92. Und der hat gesehen, dass in Österreich, um erfolgreich zu sein, da muss man was tun. Und die Integration war sehr wichtig für sein Leben dann in Österreich. Der hat sich weiterentwickelt und heute ist er Stadtrat in seiner Gemeinde Weidhofen an der Höps. Bitte. Ja,
meiner Seite auch noch begrüßen. Wie es unser Freund sagt, ich bin ein Moosviertler mit albanischen Wurzeln. Er ist ein Pinzgauer mit albanischen Wurzeln. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da bin und dass ich einfach diese Anerkennung bekommen darf. Ich bin unendlich dankbar für das und ihr habt es mir alleine geschafft. Wir haben die Möglichkeit bekommen, dank an Österreich, dass uns war ich nicht so weit gekommen, wo ich jetzt bin. Ich würde euch danken und wir haben. Ja, Elisabeth, soll ich Albanisch oder Deutsch reden? Sie kann beides. Elisabeth Campestrini, sie ist eine Juristin, eine tolle. Ja. Wenn ich mir Elisabeth etwas sage, dann ich glaube, ich kann das nicht, weil sie macht so viel, sie hat so viel getan, auch für den Kosovo, genau nach dem Krieg, wo sehr wichtig war für die Bevölkerung und sie war dort, sie hat unterstützt die Leute. Und mit ihren Projekten, sie macht das weiter. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir die haben dort in Kosovo, liebe Elisabeth, bitte und so. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr berührt und freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielleicht darf ich ganz kurz erzählen und bevor ich beginne, mich auch bedanken, und zwar in die andere Richtung. Ich könnte all das, was wir machen, nicht ohne die großartigen Kosovaren machen. In der Diaspora hier in Österreich, so wie Bari, aber vor allem, und das ist in meiner Arbeit im Gesundheitsbereich, die Fachexperten und Fachexpertinnen in Kosovo selber, wir bringen den Mutter-Kind-Pass in Kosovo, wir arbeiten diagnostisch, telemedizinisch, und konzentrieren uns auf umweltbezogene Erkrankungen, leider ein sehr großes Thema in der Region. Und ja, es ist unglaublich spannend und ich freue mich sehr über diese Ehre und habe sie nicht erwartet. Als ich in den 90er Jahren nach Österreich gekommen bin, das Image der albanischen Community war nicht so, so wie wir heute kennen. Ich als Student habe versucht, immer zu erklären, wer sind die Albaner. Überhaupt im Pinzgau. wer sind die Albaner? Und ich habe damals haben wir noch Schillingzeiten gehabt. Ja, ich habe einen 20er-Schein mit Karl Ritter von Jäger immer dabei gehabt. Wenn ich wollte etwas über Albanerinnen sagen, ich habe gesagt, schaut's mal, Karl Ritter von Jäger war ein Albaner. Ja, viele haben das nicht gewusst. Ja. Und eine zweite ganz große Persönlichkeit, wo ich dann wieder als Student noch sehr stolz war, in Salzburg war bekannt Alexander Musin. Und der war der erste Schauspieler, der jedermann bei den Salzburger Festspielen bis 1932 gespielt hat. Und das haben die Österreicher auch nicht gewusst. Ich bin mit einer Gruppe von Pinzgauern nach Salzburg gefahren und ich habe gesagt, schaut mal, es gibt eine Straße hier neben der Alpenstraße, 200 Meter lang und dort steht Alexander Messier. Ich war sehr stolz. Ich habe gesagt, ja, ein Albaner. Und heute, nach so vielen Jahren, wir haben in Österreich sehr, sehr viele erfolgreiche Albanerinnen und Albaner. Wir haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller
Der Anton Marco ist ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller. Wir haben Wissenschaftler, Universitätsprofessoren und so weiter. Und eine Person, die eine echte Botschafterin jetzt oder seit Jahren ist, für unsere Community, für Österreich, für alle Westbalkanländer, ist Vlaka Gorance. Vlaka, bitte. Vlaka hat eine Initiative, sie hat mehrere Projekte nämlich, aber jetzt in den letzten Monaten war sie sehr, sehr aktiv mit einem Projekt oder einer Initiative. Vielleicht kannst du das sagen. Ja, vielen Dank. Barry hat das so schön begonnen. Ja, ich als Opernsängerin, mir war nicht genug, nur auf der Opernbühne zu stehen. Ich komme aus dem Kosovo. Ich sage das immer, ich bin auch ein Kriegskind. Ich habe das miterlebt. Und dann später als Flüchtlinge nach Albanien geflogen. Und dann nach dem Krieg hatte ich auch die Möglichkeit, noch in Tel Aviv zu studieren, ein Masterstudium abzuschließen und in Albanien vorher auch Gesang zu studieren. Und dann nach dem Studium in Israel, ich war so glücklich, dass ich wirklich entschieden habe, nach Wien zu kommen. Und heutzutage bin ich auch Österreicherin. Und, aber alle diese Weg, ich habe mir gedacht, das ist mein Weg, es hat so begonnen und ich muss da dafür etwas auch machen für die anderen. Habe ich ein Projekt jetzt gemacht, La Femme, A Journey of Female Composers, mit 21 Werken aus verschiedenen Ländern der Welt, 21 Komponistinnen, Frauen, verschiedenen Kulturen aus mittelöstlichen Ländern, aus Balkanländern, aus Mexiko, Nordafrika, natürlich Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter. Und da sind 21 spannende Geschichten aus diesen 21 Persönlichkeiten, Frauenkomponistinnen. Und heutzutage haben wir ein CD zusammen mit einem Orchester, World Chamber Orchestra. Und da war die Botschaft des Projektes, ist eigentlich ein Friedensprojekt, eine musikalische Reise, die uns durch Frieden oder zu Frieden bringt. Und das ist, es hat nicht nur mit Musik zu tun, aber ich habe das gespürt, ich muss dafür, nicht für meine Community, für Albaner, oder nur, nicht nur für Österreich, wo ich heutzutage lebe und mein Land auch sagen kann, oder? Und, aber ich dachte, ich mache einmal für alle Frauen, für Frieden und für Musik, für Menschen und für alle Religionen. Albanisches Lied? Ja. Ja. Ja.